Hallo, ja, jetzt seid ihr wieder mit dabei bei einem neuen Video mit mir. Ja, Pino und Daniel kommen heute etwas später dazu, weil sie noch was zu tun haben. Ich bin schon mal vorweg. Ja, wir sind heute, oder ich bin jetzt wieder auf der Suche nach römischen Hinterlassenschaften und ich nehme euch heute wieder mit dazu. Vorab bedanke ich mich bei meinem Sponsor Tim von detektoren-shop.de. Ich grüße alle meine Fans. Ja, jetzt werde ich wieder meinen Detektor, und das ist der XP Deus 2, für euch einstellen. Oder der ist ja schon eigentlich voreingestellt. Ich werde nochmal zu meinen Einstellungen übergehen. Ja, ich verwende immer noch die Software V0.71. Ja, nimm jetzt mein Ackerprogramm. Mein Ackerprogramm habe ich mit dem Werksprogramm General generiert. Ja, das basiert noch ein wenig auf dem ehemaligen Hot-Programm vom Deus 1. Und ja, bin mit der 22,5er Spule unterwegs, weil ich das für mich als beste Lösung gefunden habe. Ja, so. Willkommen zurück. Ich bin jetzt hier auf dem Acker und werde euch bei meinen Einstellungen beim Deus 2 mitnehmen. So. Als allererstes schalten wir das Gerät an. So, ich hoffe, dass ihr was sehen könnt, weil ja, hier habt ihr die V07.1, da ihr noch sehen könnt. So, wir gehen ja heute ohne Kopfhörer, da der alles mitbekommt. So, hier ist mein Ackerprogramm. So, wir haben den Disk auf 5.0, Experteinstellungen 3 Ton. Die Töne, die spielen jetzt erstmal keine Rolle, das muss jeder für sich selbst finden. So, Kronkorken ist auf 0, Notch off. Der Bodenfilter auf 1, dann haben wir den Sensitiv auf 96, die Frequenzweiche auf 3, Eisenlautstärke auf 1, für die Leute, die es noch nicht wissen, deswegen lasse ich sie auf 1 und schalte sie nicht ganz aus, weil wenn ihr mal ein Eisenobjekt neben einem kleinen Buntmetall habt, habt ihr noch einen Mischton. Schaltet ihr Eisen völlig aus, diskriminiert ihr es auch komplett raus, dann habt ihr das Problem, dass der Fund eventuell übermaskiert wird und ihr ihn nicht mehr angezeigt bekommt. So, die Reaktionszeit habe ich auf 2, das habe ich auch schon oft erklärt. Der Deus 2 ist viel schneller in der Signalerkennung als der Deus 1 und deswegen schalte ich das auf 2. Man kann auch 2,5 nehmen, je nach Verschrottung im Boden. So. Dann habe ich die Signalverstärkung auf 4, deswegen auf 4, nicht auf 5 gesetzt. Klar, mit 5 hört man die Töne noch etwas besser, aber dann hat man kaum noch einen Unterschied, ob ein Pfund oben fast aufliegt oder noch 10 cm im Boden ist. Also Signalverstärkung 4 ist vollkommen ausreichend. Man setzt die Signalverstärkung dann erst höher, wenn man einen Hort hat und oder ich sag mal mehrere Teile, die auf einem Haufen liegen, die etwas tiefer liegen, wo man dann die Töne etwas besser hören möchte. Ja, so, den Bodenabgleich, den mache ich jetzt über Pumpen, über die Pinpointer-Taste. Dazu die Spule ungefähr 30 cm vom Boden nach unten hin her pumpend bewegen, bis dass der Ton, den er jetzt hört, weniger wird. Ihr merkt jetzt wird er ein bisschen weniger, schwächer. Jetzt habe ich einen Bodenabgleichwert von 87. So, das soll es auch jetzt gewesen sein mit der Einstellung. Und ich werde euch gleich beim ersten Fund oder bei dem ersten Signal vielmehr wieder mit dazu holen. Also dann bis gleich. So, da bin ich mit dem ersten Signal. Das ist ein 60er Signal. Noch nicht so tief im Boden. Ja, draußen ist es. Hier oben bei. So.
Irgendwo in dem Haufen hier vorne. Ja, ich habe ja schon in meinen Videos vorher gesagt, ich werde nur noch gute Funde posten. Also wenn das jetzt ein schlechter ist, wisst ihr, dass ich nur noch danach gute poste. Aber es ist kein schlechter. Okay, heute fangen wir direkt mal als ersten Fund mit einem römischen Volley an. Ja, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hier ist der Kopf. Man kann es noch gut erkennen. Hier die Figur hinten. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis nachher. So, für den aufmerksamen Sucher, ich habe den Acker gewechselt eben. Also, wie gesagt, ich habe einen Volley gefunden und bestimmt gefühlte 50 Wurfsbällen und was weiß ich, was für ein Schrott. Also, das war wohl ein Acker, der gerade mit Klärschlamm eingedeckt worden ist. Vor der Erntezeit, also vor der Einsaat. Und ja, könnt ihr euch das vorstellen. Gut, wie gesagt, hier bin ich auch auf dem zweiten Acker jetzt schon mittlerweile in der Dreiviertelstunde drauf, auch nur Schrott. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich aber hier ein Signal und ich weiß, dass hier auf dem Acker auch wieder römisch ist. Und ja, wie gesagt, wir schauen die anderen Signale. Oh, und oben auch. Und was für ein Glück. Okay. Das ist jetzt meine erste Römermünze hier auf dem Acker. Ja, könnt ihr gucken. Ja, ich hoffe, dass das hier so weitergeht jetzt. Ansonsten wird das ein ganz kurzer Film mit zwei Münzen. Bis später dann. Ja, da bin ich wieder. Hab hier ein schönes 66er Signal. Wird auch nicht allzu tief sein. Denk mal, so ein halbes Spatenstich sollte reichen. Dann gehen wir noch einmal rein, um sicher zu sein. Na? Ne, draußen ist es. Muss hier oben bei sein. Oder? Doch, ja, wird ein Volley sein, aber einer, der schon aus der Form ist, also der schon ein bisschen gebröselt hat. Ja, auf jeden Fall ist der Acker jetzt schon mal nach der gewissen Zeit schon etwas besser. Okay, dann bis zum nächsten Fund. Da bin ich wieder mit einem 90er Signal, was aber springt. Könnte jetzt Eisen sein. So, ihr seht runter 89, 90. Ja, müssen wir gucken. Genau in der Furche oder an der Furche. Tiefer. Auf jeden Fall. Draußen. Und jetzt ein ganz klares 90er. Also muss auch irgendwo noch Eisen sein. Aber gucken wir jetzt nach, ein klares 90er. So, hier in dem Haufen. Also hier in dem Knubbel. Und ich sehe es. Es wird eine Münze sein. Und scheinbar gar keine schlechte, weil die Patina ist noch ziemlich saftig grün. Oh, ja, so, ja, und das mag ich. Und es sagt aber noch die Ecke ab. Oh, ja, lass mal dran. Ne, lass die Ecke dran. Das wird ein Sestert sein. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis nachher. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte erst, ja, ein Scheißsignal, dann hatte ich ein gutes Signal, da hatte ich Alupapier. So, und wie ich dann merkte, es sind ja zwei Signale, müsst ihr jetzt selber schauen. Ich meine, es ist kein weltbewegender Fund, aber so kann man es sehen. Neben dem Alupapier liegt auch noch ein kleiner Volley und hier ist das Alupapier. Ja, da habe ich gesagt, das lasse ich jetzt drin, deswegen, ich sage ja, die Aufnahmen mit
Alupapier und mit Granatsplitterknöpfen und was weiß ich, Stübermünzen, die lasse ich komplett weg. Aber wie gesagt, wieder ein Volli. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, hier bin ich mal wieder. Hier habe ich ein schönes 69er bis 70er Signal. Genau unter dem Strohwurzelwerk. Und da liege ich doch draußen, brauche ich ja nicht zu graben. Ich sehe jetzt schon, was ist es? Okay. Liegt aber noch in der Erde drin. Eine Niete, eine Bronzeniete ist das. Ah, könnte jetzt vom Ledergeschirr sein, was ich vermute, von eurem Ledergeschirr. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis später. So, hier bin ich mal wieder. Hab hier ein schönes 58er Signal. Von allen Seiten gut angeschwenkt. Ja, eben hat es gut angefangen und auch gut wieder nachgelassen. Okay, da oben drin. Ja. Ah, hier. Okay, gerade beschwert. Okay, Asche auf mein Haupt. Mund halten. Okay, der nächste Volli. Ja, wird mal wieder Zeit, dass ein Denar kommt. So, die nächste Münze. Warum weiß ich das? Weil ich sie sehen kann. 82er Signal. Direkt vor mir. Im Boden. Ja, kann man sie sehen? Ich hoffe, hier. Ja, der Volli, der ist runter. Da ist die Patina schon beidseitig komplett weg. Aber wie schön, man sagt immer, Münze ist Münze. Okay, dann bis zum nächsten. So, auf ein neues. Ein 52er, 53er Leitwert. Aber mit einem Quietschen dabei. Wir könnten zwei Materialien nebeneinander liegen. Also das heißt also einmal Eisen, einmal irgendwas im Edelmetallbereich. So. Ja, draußen. Es quietscht noch mehr. Also. Oder das ist sehr klein. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ja, ne? Na, so, besser vielleicht. Lass mal gucken. Ja. Ja. So, wird hier in dem Haufen irgendwo sein. Klein, also. Okay, ich sehe es schon. Klein. Ein ganz kleiner Volli. Oder da ist ja. Ganz klein wollen wir mal nicht sagen, aber ein kleiner Volli. Ist nicht groß. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Ja, ich hatte eben die Kamera angemacht, ausgemacht, weil ich gedacht habe, okay, das ist ein Stück Eisen. Aber nein, das ist ein kleiner Volli. Aber ich glaube, der hat Eisenanhaftungen hier hinten dran. Er ist auch ein bisschen schwerer, obwohl er so klein ist. Aber ein weiterer Volli. Ja, man sollte eigentlich alles aufnehmen, aber wie gesagt, ich mache das ja. Ich muss mit den Akkus haushalten. Okay, bis dann. Tschö. So, keine 5 Meter weiter. Nächstes Signal. Ein 50er. So, hier vor dem Kieselstein irgendwo. Ja. Okay, hierbei ist es irgendwo. Und das sind mehr Signale. Zwei, drei. Ja. Hier ist eins. Ja. Okay. Ich denke wieder ein
Folli, ja, ist wieder ein Folli, ein kleiner, ja, ein kleiner Folli. Mal direkt gucken, ob noch ein Signal hier ist. Ach Quatsch, das ist mein Pinpointer. Nee, das war nur das einzige Signal. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten wieder. So, ein paar Meter weiter nach dem Folli habe ich hier ein 43er bis 47er Signal. So, können wir gucken, was so unter diesem Stein da liegen passt. Na? Na? So, wir sind im Haufen dabei. So. Na, sieht man nicht. So, ich sehe jetzt schon. Und was ist es? Okay. Ja, es ist ein Beschlag. So eine Art, ja, Propeller kann man nicht sagen. Also die Propeller, aber es wird ein Gürtelbeschlag sein. So, jetzt frage ich mich, wo Daniel und Pino bleiben. Ich habe, die waren zuvor oder sind zuvor auf dem Acker geblieben, wo ich nicht bleiben wollte, weil ich gesagt habe, ich gehe mal rumgucken. Ich habe ja bei WhatsApp meinen Status offen. Ja, keiner meldet sich von denen zurück. Ja, sag ich selbst schuld, ne? Ich frage mich, wo die bleiben. Wollten eigentlich nachkommen. Oder sie haben auch einen guten Acker, wo ich eben gesagt habe, ne, da möchte ich nicht drauf. Ja, gut. Müssen die zwei selber wissen. Ja, werden sich wohl ärgern hinterher. Ja, aber egal. So, okay. Dann bis auf ein neues. So, hier bin ich mal wieder. Ein schönes 84er, 85er Signal. Da kann man sehen. Laut. Wird auch nicht allzu tief sein. Na, draußen? Ja. In dem Haufen da. Ja. 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 Okay. Ich sehe schon, mal gucken. Schön. Also da freue ich mich auch drüber. So. Eventuell könnt ihr das schon erkennen. Ansonsten erkläre ich es euch, ich will da jetzt nicht drüber reiben. Das ist ein Gefäßefuß. Ich gehe auch da mal von aus, dass das von einem römischen Gefäß ist. So, ich will nicht drüber reiben. Es könnte eine Löwentatze sein. Das gibt es natürlich auch als Grappenfuß. Ja, das wird dann auch ein Grappenfuß sein von einem Gefäß. Aber hier, da wir hier auf dem Römeracker sind, okay, hat zwar manchmal nicht zwingend damit zu tun, aber ich bin mir darin fast schon sicher. Naja, sicher darf man nicht sein. Auf jeden Fall ist es ein Fuß. Ein Löwenfuß auf jeden Fall. Okay. Bis zum nächsten Fund. Da bin ich wieder mit einem weiteren Signal. Das ist ein 54er. Ja, auch jetzt sehr tief. Ja. Oben auf, denke ich mir, oder? Ne, das ist der Spaten. Da. Ah, oh, okay. Wieder ein Folli. Meine Güte, sind die Dinger klein, ey. Ja, das ist mein Glück, dass die so klein sind. Die werden mich gerne überlaufen. Ja, das ist der Vorteil, ja, ich sag jetzt mal, beim Deos. Der hat wirklich eine Bombenanzeige. Also was Kleinstteile angeht, ist der genauso gut wie damals der Goldmax. Ja, nur da die stehen hier jetzt vielseitiger einsetzen kann. Okay, bis zum nächsten Put. So, liebe Freunde, der Tag hat wieder ein Ende gefunden. Ich habe eingepackt, bin nach Hause gefahren und habe gesagt, okay, mach die Abmoderation wieder wie beim letzten Mal in deinem Keller. Ja, jetzt zeige ich euch erstmal vorab die Schrott,
Teile. Nicht, dass jeder denkt, jeder Dach, der ist nur mit guten Funden bestückt, nur das Video wird mit guten Funden bestückt. Aber ich hier können das Sie sehen, das sind meine Schrottteile von dem heutigen Tag. Also wirklich jede Menge Schrott, Kleinigkeiten, also hier, wenn man so sieht, so ganz kleine Bleisplitter. Ja, alles vertreten von, ja, Tuben, Stücken, Nägeln. Ja, und wie gesagt, Folie. Ja, das tun wir jetzt direkt mal entsorgen, dass das weg ist in meine Mülltonne. Und drin ist es. So, und jetzt kommen wir zu den guten Funden, die ich heute gemacht habe. Und das waren ein paar schöne Funde bei, muss ich echt sagen. Der zweite Acker, so, die Kamera ein bisschen gerade, der zweite Acker hat es rausgerissen. Pino und Daniel sind hinterher auch noch gekommen. Ja, dann zeige ich euch heute mal die guten Funde. So, dann muss ich wieder runterschwenken, das Döschen nach vorne holen und dann zeige ich euch heute die guten Funde. Aber macht euch keine Gedanken, nach der Reinigung zeige ich es euch sowieso. Also fangen wir mal an, direkt schon mit einem richtig guten Fund. Das ist hier der Sestacht, der, ja, weil er so schön nass ist, das Grün, das ist so ein richtig schönes Grün. Aber er ist leider runter, ja, abgegriffen. Dann hier dieser Großvolli, ja, der wird auch nicht mehr viel sein. Ja, und dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kleine Vollis gefunden noch. Ja, was natürlich schön ist, ist jetzt hier dieser Beschlag, der ist noch, ja, bis auf hier die kleine Ecke und das hier, ich sag mal, der Niet von dem Ganzen weg ist, aber ansonsten ist der noch komplett. Dann hier dieser Lederniet, der auch komplett ist von beiden Seiten. Ja, und was richtig schön ist, ist dieser Fuß hier. Das ist ein Löwenfuß. Ja, ich werde die Sachen nachher mal einlegen. Und ja, wie ihr sagt, ihr seht sie ja hinterher zum Schluss des Videos als Anhang. Ja, viele Grüße an all meine Fans da draußen. Ich wünsche euch, ihr habt eine gute Zeit. Für mich ist jetzt erstmal hier Schluss für eine gewisse Zeit. Oder mal gucken, eventuell schaue ich noch mal nächste Woche, aber ich habe in nächster Zeit viel zu tun, komme dadurch bedingt nicht mehr vor die Tür. Ja, dann möchte ich auch gar nicht mehr so lange hier reden, weil sonst das Video wieder ellenlang wird. Also habt euch wohl, ich drücke euch die Daumen, dass ihr erfolgreich bei der Suche seid. Die Fördersaison ist im vollen Gange. Das sind auch schon viele eingesät, also das konnte ich heute erleben. Also ich bin auch bis zu dem zweiten Feld, was ich hinterher gemacht habe, sehr lang rumgefahren. Okay, wie gesagt, wir sehen uns spätestens wieder bei einem neuen Video. Also bis dahin, tschüss, euer Marius.